Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Pack Openings. Wir sind wieder am Start und wer die letzte Episode gesehen hat, der weiß, wir waren tatsächlich ausnahmsweise mal erfolgreich, wurden aber von EA natürlich auch wieder richtig schön getrollt. Wer wissen will, was ich meine, schaut sich einfach mal den letzten Part an, ist natürlich in der Playlist, die hier quasi mit diesem Video auch verknüpft ist. Also einfach mal vorbeischauen, wenn euch das ganze Video hier gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig geil, mal sehen, ob wir es schaffen. Ansonsten einfach einen reinhauen, würde wirklich eine großartige Unterstützung sein und jeder Einzelne ist dabei wichtig. Nicht nur die große Masse. Ihr müsst euch nicht angesprochen fühlen, weil ihr sagt, das könnt ihr auch ein anderer machen. Nein, jeder soll das machen. Im Idealfall, wenn es euch gefällt natürlich nur. Gut, wir haben weiterhin das Team of the Week, das sehr interessant ist, mit, nicht Aguero, das ist eigentlich falsch. Ja, genau, wir haben dieses Team of the Week mit Fletcher, mit De Bruyne und so weiter und so fort. De Gea und Neuer, so als die Standout-Spieler zusammen mit De Bruyne natürlich. Aber allgemein kannst du da eigentlich nur was Gutes ziehen, abgesehen, ja, nee, eigentlich... Ja, okay, ihn kannst du halt vergessen, aber ansonsten kannst du fast jeden Spieler aus diesem Team of the Week spielen, sogar Marc Janko. Und von daher bin ich sehr episch darauf, einen Inform in meinem Päckchen drin zu haben. Wenn ihr selber Packs ziehen möchtet, mich dabei noch unterstützen möchtet, dann kauft euer PSN Microsoft Guthaben bei Randrun. Link ist in der Videobeschreibung, gibt's da relativ günstig und es geht halt ein kleiner Teil davon an mich, würde ich mich darüber freuen. Und ja, natürlich sind auch meine Social Media Links in der Videobeschreibung, Instagram, Twitter und Facebook. Also wenn ihr Bock habt, mit mir in Kontakt zu bleiben oder mehr Kontakt mit mir zu haben, schaut da auf jeden Fall vorbei. Gut, wir haben noch 6 von den 350 FIFA-Points Sets, das heißt, von denen werde ich jetzt noch die 6 öffnen und dann nochmal ein bisschen was mit normalen FIFA-Points, beziehungsweise nee, ich werde 5 öffnen, weil dann kommen wir glatt raus, glaube ich, am Ende mit 0 FIFA-Points. Aber egal, auf jeden Fall ziehen wir jetzt aber 5 von diesen Biestern hier und ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, aber was ich damit meine, schaut euch das letzte Video vorher an. Wir kriegen als Innenverteidiger Laurent Koscielny. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das geht richtig gut los in dieser Episode. Dazu noch Steven Gorka, der natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist mit seinem... Da war gerade eine Faust im Bild. Mit seinem 73er Tempo, 79 Defending. Sehr, sehr nice. Dazu noch Bungert. Rever, der auch mal deutlich besser war irgendwie. Caissara haben wir hier noch. Den stelle ich, glaube ich, auch mal drauf, obwohl der nichts wert sein dürfte eigentlich. Die Preise ja extrem im Keller. Ah, doch, doch, ein bisschen was ist er wert. Schauen wir mal rauf für 650 Münzen. Und stoßen Alan und Speroni ab. Nehmen den Rest mit in den Verein und dann aber auch Espinosa und haben einen richtig geilen neuen Innenverteidiger im Verein. Sehr, sehr schön. So kann es natürlich gerne weitergehen, so soll es auch weitergehen. Alaba ist hier jetzt auf dem Cover vorne drauf und wir ziehen in diesem Pack Benzema. Nein, es wird Bovo. Das ist der ultimative Benzema-Troll. Ich wollte Throwl sagen, aber es ist natürlich nur ein Troll. Einfach, weil der wirklich, also der ist an sich nicht schlecht, der hat auch gute Werte. Aber wenn du einen seltenen Goldspieler siehst, dann kannst du eigentlich alles, also alles, was du bekommen kannst, ist eigentlich ganz gut. Und dann gibt's noch Bovo. Das ist so ein bisschen schade. Aber gut, kann er im Endeffekt auch nichts für. Das ist dann halt einfach das Pack-Luck, was da fehlt. Wir haben hier noch Nathan Miss gezogen, der bereits ein Inform hat als linker Mittelfeldspieler. Baselli sieht auch in Ordnung aus. Die Davi sieht eigentlich auch extrem stark aus. Könnte ich auch mal ausprobieren. Und an sich allgemein ein ganz interessantes Pack, auch wenn es natürlich jetzt nicht ideal war. Gut, machen wir das nächste auf und dann bleiben noch 2 anschließend für unser Pack-Opening. Wieder David Alaba auf dem Cover drauf und diesmal wird es Lukas Bilia. 82er Rating für ihn und Thomas Vermaelen. Ich habe das Barcelona-Wappen gesehen und war kurz in Ekstase, aber der ist natürlich gar nicht mal so gut. Eda haben wir hier noch, der mittlerweile ja nicht mehr Brasilianer, sondern Italiener ist auf dem linken Flügel. Dennis Aogo auch gar nicht so schlecht. Romao und mal ausnahmsweise kein Duplikat. Suarez, der ja mal einen richtig geilen Team of the Season oder Second Inform hatte. Mittlerweile nicht mehr so gut aussieht, aber naja, was willst du machen? Dann haben wir noch Hilton hier, der letztes Jahr sehr stark war in der Liga. Bilia sieht auch nicht schlecht aus. Vermaelen, ja, kann man auf jeden Fall so mitnehmen. War jetzt nicht das Ideale, aber das kann ja jetzt in den nächsten 2 Packs noch kommen. Ich bin gespannt, was Lionel mir jetzt hier aus dem Hut zaubern wird. Vielleicht hat sich selber. Oder den Hero Ronaldo. Nein, es wird Caicedo. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Espanyol Barcelona und ein sehr, sehr bulliger Stürmer, der dieses Jahr auch gut sein müsste. 84 Physis, gute Sprungkraft, gute Kopfballpräzision. Und da Lassina Traoré, den ich momentan teste, auch sehr gut ist, denke ich mal, dass der auch seine Vorzüge haben wird. Charlie Austin mittlerweile in der zweiten englischen Liga, die haben sich ja so ein bisschen verpokert, damit ihn zu verkaufen und sind im Endeffekt schlecht bei rausgekommen. Aber gut, er hat nur noch 2 Sterne Skills. Er hatte letztes Jahr, glaube ich, noch 4. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Dafür 5-Star Weakfoot. Hatte, glaube ich, auch mal 4-Star Weakfoot und 5-Star Weakfoot, 4-Star Skills in Head-to-Head. Aber gut, wenn die meinen, dass sie das downgraden müssen, dann müssen sie das machen. Klavan sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also allgemein wieder ein Set. Ich bin ja nicht so, habe ich ja bereits mehrfach erwähnt, auf die krassen Superspieler, auf die teuren Spieler, sondern auf interessante Spieler, die ich von den Sets ja ganz cool finde, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Und da bin ich in diesem Set wieder ganz gut mit dabei. Gut, wir kommen zum letzten 25k-Set. Und das hat Lionel Messi auf dem Cover natürlich wieder vorne drauf.
Sind wir mal gespannt, was da drin sein wird. Nani, nein, ach Quatsch, Quaresma, das ist aber auch geil. Das ist sehr, sehr nice. Und Alex Meyer, Fußballgott, der gerade bereits für Frankfurt das Spiel läuft, den nebenbei getroffen hat, die ja mittlerweile wieder zurücklegen. Libor Kotzak, der hat, die Augen stehen so weit auseinander bei dem Kerl, das ist unfassbar. Wir haben hier noch Navarro, Juninho, Lemoine, Fabinho, Nastasic. Quaresma ist sogar wahrscheinlich noch ein bisschen was wert. Ja, ein bisschen zumindest. Nö, absolut nicht. Aber habe ich noch nicht gespielt dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich den direkt am Anfang versucht zu bekommen. Habe ihn auch bekommen und habe ihn richtig gefeiert. Dieses Jahr muss ich den auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Bin ich mal gespannt, wie der sich so spielen lassen wird. Athanasiadis und Pinto sind dann nicht mehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu... warte mal. Diese Zahl kannst du nie... Okay, wir machen noch ein 350 Dings auf. Das kannst du nämlich nie im Leben... Das kann sie jetzt durch 150 teilen, glaube ich zumindest. Nee, auch nicht. Doch, oder? Nee. Mario Gaspar auf jeden Fall. Ach, und Insua, der alle Werte über 70 hat und richtig stark aussieht. Civelli kenne ich aus meinem momentanen Simulationskarrieremodus. Ich simuliere mich gerade so ein bisschen an eine Spitze, habe bei QPR angefangen, bin gerade bei Lille und suche verzweifelt einen neuen Verein, aber keiner will mich. Obwohl ich Meister geworden bin mit beiden. In einer meiner zweiten Liga, in meiner Ligue 1. Ja gut, 68 Tempo, 49 Physis, das ist nicht so nice. Aber ansonsten, an sich kein uninteressantes Pack. Trotzdem hätte es besser laufen können, letzte Episode war besser und jetzt muss ich mal kurz rechnen. 900, klar, das kannst du durch 150 teilen. Warum kannst du das, ach, ist mir auch egal. Wir machen einfach weiter, ach, man hätte auch schon, vergesst es. Vollkommen scheißegal, wir machen einfach weiter mit Harry Kane und mit, zum wieder Mario Gaspar. Und Ricardo Carvalho, zwei Spieler, ich wollte gerade sagen, zwei Spieler von Monaco, aber der eine ist von Gijón. Ja. Gaspar, das zweite Mal, dass du jetzt hintereinander auftauchst. Was soll der Bums? Sowas kann ich normalerweise nicht tolerieren. Ist auch nichts wert. Von daher wird der straight als, ja nochmal, quasi Single discarded. Den Rest nehmen wir mit und kommen dann zum Pack mit Aguero. Also, ich hätte ganz gerne wirklich den Cristiano Ronaldo Hero. Vielleicht wird es ja jetzt in diesem Pack was. Es wird, immerhin Carlos Bacca. Immerhin Bakker. Hätte auch Falcao sein können, aber Bakker ist dieses Jahr anscheinend richtig overpowered. Leider zwei Sterne Skills und Weakfoot, was nicht so cool ist. Aber, das sieht nice aus an sich. Ist aber nicht das Originale, glaube ich. Wobei, weiß ich nicht genau. Hätte es eigentlich noch was Besseres sein können? Kolumbien, Stürmer? Tendenziell eher nicht, ne? Falcao noch, ja, aber Bakker ist, glaube ich, schon so... Ah, nee, Jackson Martinez, natürlich. Ja, schade. Aber egal, Bakker ist auch ganz cool. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Damit kommen wir zum sechstletzten Pack. Lacazette. Komm, Hero Ronaldo einfach nur. Rafinha, fast Ronaldo, fast. Pandev haben wir hier noch, mittlerweile bei Genua angekommen und Non-Rare 75er Rating. Panchian sieht auch nicht schlecht aus an sich mit seinen Werten. Agassi, der ist richtig scheiße dieses Jahr. Habe ich bereits einmal spielen müssen. Weiß gar nicht, ob es in 7 Minutes kurz war oder in was anderem. Aber gut, soll mir auch egal sein. Wir kommen zum fünftletzten Pack für diese Episode. Lionel Messi, aller guten Dinge sind das fünftletzte Pack. Hero Ronaldo incoming. Nein, Josip Drimmitsch spielt gerade nicht. Überraschung, Überraschung, sitzt natürlich nur auf der Bank. Mbia haben wir hier mit Lorabelsraten, 85 Physis, Beast. Casado, Borussia Mönchengladbach, Heim. Trikot, also wir haben hier ein Borussia Mönchengladbach Pack. Allerdings nicht den richtigen Schweizer der Borussia gezogen. Es gibt nämlich nur den einen einzig wahren Schweizer von Borussia Mönchengladbach. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Grüße an den Hansus an dieser Stelle. Und jetzt Benzema. Warte! Jimmy Briand. Oh Mann. Okay, es geht noch schlechter als Bovo. Es gibt nämlich noch Jimmy. Also mag ich ja persönlich sehr gerne, weil Hannover und so, aber es ginge besser. Es war jetzt echt schade. Also da müssen wir jetzt in den letzten drei Packs nochmal was raushauen. Ach komm, nochmal ein Franzose. Lacazette wäre auch super. Lacazette wäre ein Traum. Ah, Okabeya. Auch nicht schlecht. Sieht auch wieder sehr gut aus. Leider ja non-rare. Aogo. Und Pocognoli. Ein ehemaliger 96 und ein ehemaliger Hamburger. Fanfreundschaft revived, wollte ich sagen. Aber nein, definitiv nicht. Gut, Aogo discard ich mal. Und Pocognoli kannst du, glaube ich, auch discarden. Bin ich mir relativ sicher sogar, dass der nichts wert sein dürfte. Nee, absolut nicht. Das heißt, den kannst du auch discarden. Aber gut, was soll's. Kabea haben wir dafür gezogen, aber noch einen nicen Spieler im Verein. Kommt zum vorletzten Set. Und das hat David Alaba vorne drauf. Und wir warten nochmal auf die Animation. Nochmal hoffen wir auf Cristiano Ronaldo und wir bekommen immerhin Adam Lallana. Ja, der neue Schützling von Klopp und Lars Stindl. Na, Gott sei Dank habe ich den jetzt endlich gezogen. Darauf habe ich schon länger gewartet. Jetzt habe ich ihn in meinem Verein endlich drin. Hat ja heute das Tor vorbereitet für Rafael Vaz, das 1:0 für Gladbach. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack und machen einen Throw the Controller Pack. Yay. Das unnötigste Pack aller Zeiten, aber sowas muss man halt, man muss innovativ sein. Alaba bringt mir jetzt Hero Ronaldo. Nein, er bringt mir erneut Cardoso. Ich hasse den Spieler. Oh, Gila Vogi, das ist wiederum gar nicht so schlecht.
Das ist nicht schlecht. Marquezine, Gabriel, Chirani. Und damit das letzte Pack, beziehungsweise die letzten Spieler für dieses Pack-Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr was Gutes gezogen in diesem Team of the Week. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.